Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rome Total War Battle von mir. Ja, ich habe ja mal erzählt, dass mein Computer kaputt gegangen ist. Ich habe ja meine Festplatte mittlerweile wieder retten können und habe deswegen jetzt eigentlich eine schöne Schlacht mal wieder ausgegraben in meinen frühen Anfängen, die mir wirklich gefallen hat, mit den Seleukiden gegen die Makedonen. Auf einer sehr unvorteilhaften Karte für mich. Fangen wir erstmal an, was ist das Besondere an dieser Schlacht? Ich kämpfe mit wirklich sehr wenig Kavallerie, wie man sehen kann, habe meinen Fokus auf starke, subtile Infanterie gesetzt. Und deswegen musste meine Kavallerie drunter leiden. Deswegen habe ich einen Trupp Kataphract auf Gold noch mit dabei. Und einmal Streitwagen und mehr habe ich nicht mitgenommen. Und das Besondere dabei ist, dass hier diese zwei Truppen schaffen, mehrere Kavalleristen auszuschalten. Es handelt sich hierbei um eine 7000 Denare Schlacht, also sehr geringes Budget. Habe auch, wie man sieht, hier Bogenschütze mit dabei auf Goldangriff, 2 Stück, und habe eben statt auf Phalanx, habe ich auf Legionäre gesetzt, weil sich das in der Regel gegen Makedon besser bewiesen hat mit den Seleukiden. Fangen wir mal an. Ich glaube, man kann erstmal ein bisschen vorspulen, bis mein Gegner fertig ist mit Aufstellung. Eine typische Aufstellung, die ich benutze, wenn ich halt wenig Kavallerie habe. Ich stelle sie einfach dahinter, um sie flexibel an den Stellen einzusetzen, wo sie benötigt wird. Wollte auch schnell rüber auf den Hügel, um eben nicht so schnell flankiert zu werden. Also nicht flankiert, aber ausgeschaltet zu werden. Gucken wir uns mal die feindliche Armee an. Wir sehen, er hat sehr viel auf Kavallerie gesetzt, hat dafür aber wenig Upgrades mitgenommen. Hat zweimal leichte Kavallerie mit dabei und zweimal Gefährten mit ein paar Upgrades. Hat zweimal Kreter-Bogenschütze mit gehabt mit 3 Angriffs-Upgrades und 4-mal königliche Pikenier ohne Upgrades. Also hat sehr auf Masse gesetzt. Das war das Besondere an dieser Schlacht. Doch jetzt wird er sich ärgern, denn ich marschiere ja auf den Hügel hier rauf. Ich lebe mit dem Hügelnachter, den ich jetzt hier habe. Doch das Problem ist ja, ich würde ja wohl kaum frontal raufrennen mit meiner Unterzahl und gehe lieber an die Flanke, und dadurch muss er sich drehen und seine schön sortierte Linie hier, die man hier sehen kann, wird dadurch vernichtet. Er hat die Phalanx hier gut aufgestellt, so war sie früher auch historisch gesehen komplett korrekt. Doch das ist ja jetzt das Problem, denn ich gehe einfach woanders entlang. Das habe ich mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen abgeguckt von der Schlacht von Prince of Macedon. Auch auf dieser Karte, sehr schönes Manöver übrigens. Ich weiß jetzt nicht, welches war. Ich werde den Link dann hier oben rechts erscheinen lassen, wenn ich das Video mal wieder finde. War eine schöne Schlacht. Da habe ich mir vieles abgeguckt von dieser Schlacht und habe mich darauf konzentriert, an ihm vorbeizulaufen. Meine Bogenschützen lasse ich jetzt vormarschieren, die feindlichen Bogenschützen zu beschäftigen. Anderes Sinn und Zweck hatten sie gar nicht. Meine Kavallerie lasse ich in der Nähe, um sie nicht gleich ausgeschalten lassen zu werden. Meine Infanterie bewege ich hinterher. Wie gesagt, muss er sich jetzt hier umstrukturieren und dann ist diese schöne Linie auch wieder weg. Hat ihm halt auch nicht viel gebracht. Seine Bogenschützen können mich natürlich schon attackieren, haben halt den Range-Vorteil. Doch ich kann es auch wieder schießen. Man sieht ja, ich konzentriere mich jetzt mehr auf die Kavallerie, weil ich eben wirklich dafür sorgen wollte, dass er keine Chance hat gegen meine Kavallerie, weil die ja schon deutlich überlegen war. So, meine Infanterie hole ich jetzt auch dazu, marschiere jetzt in dem Fall direkt drauf zu, und man sieht ja, er musste sich umstellen, hatte keine Wahl gehabt und seine Linie war futsch. Deswegen würde ich davon abraten, diese auch so aufzustellen. Es war zwar historisch korrekt und es spielt sich dann besser, ist aber noch unflexibler, als die Einheiten ohnehin schon sind. Und das ist dann auch wieder schlecht. Jetzt kommt meine Kavallerie hier und soll im Nahkampf die Gefährten ausschalten. Da sind sie ja doch überlegen. Haben jetzt hier leider 2 Reiter schon verloren. Pech gehabt, das war ärgerlich. Stehen momentan nur noch davor und warten eigentlich, bis die Wagen hier drüben effektiv gekämpft haben. Haben gerade keinen verloren, haben viele getötet. Jetzt kommt hier ein Charge auf meine Infanterie. Ein starker Charge. Meine Kataphrakte sind mittlerweile auch schon reingecharged. Machen hier die Gefährten locker fertig. Im Nahkampf, da haben die keine Chance. Und wenn die wechseln, sind die leichten Landsreiter auch immer weg. Jetzt fliehen allerdings die leichten Landsreiter. Der General will jetzt hierüber unterstützend wirken. Meine Infanterie wirft weiter ihre Pile auf die feindlichen Infanteristen. Sehr effektiv sogar. Meine Kavallerie macht das Ding hier locker fertig. Trotz Unterzahlspiel hat die Gefährten keine Chance hier. Und werden einfach nur so überrannt. Und das zeigt sich wieder dieser Qualitätsvorteil. Noch dazu auch im Nachhinein die Quantität, weil sie eben länger durchgehalten haben. Effektiver meine der fertige General fliegt jetzt. Meine Streitwagen wurden hier nicht weiter beachtet. Ich habe sie auch erstmal keine Beachtung geschenkt, weil ich es noch nicht benötigt habe. In der Zeit kümmern sich meine Kataphrakten hier schön um die Bogenschützen, versuchen die auszuschalten. Meine Infanterie charge jetzt hier frontal auf die feindliche Phalanx rauf. Ja, der Vorteil ist mir eigentlich wohlbesonnen. Trotz eigentlich des Hügelnachteils. Ja, hier eher weniger, weil hier auch ein Unterzahlspiel stärker vorhanden ist. Meine Wagen chargen jetzt hier drüben die Bogenschützen und schalten die ein bisschen aus. Fahren nochmal schön durch die Phalanx durch und nieten alles um. Muss man nochmal sagen, dass es sich sehr gut erweist, mit denen auch die Phalanx umzunieten. Ich kann die wirklich nur empfehlen mitzunehmen. Meine Bogenschützen habe ich herumgeführt, um jetzt von hinten die Phalanx aufzuräumen. Schönes Manöver. Jetzt kommt die Kavallerie auch wieder. Meine Wagen chargen jetzt hier schon die Linie von hinten. Die Niederlage ist jetzt für diese sicher. Hier fliehen sie sogar schon, obwohl sie eigentlich die Schlacht locker gewonnen hätten, also den Kampf hier. Jetzt kommt ja auch gleich der Charge meiner Kavallerie hier drüben. Rennt leider... Ah, der Wagen rennt schön durch. Ich dachte schon, der fällt jetzt. Passiert auch gerne mal, aber man sieht so eine kleine Massenpanik entsteht jetzt hier bei den Makedonen. Und es ist ein ganz schönes Problem, was wir jetzt hier haben. Meine Wagen können die ganz schön effektiv hantieren. Meine Kavallerie ist jetzt hier leider in Nahkampf gelockt worden. Jetzt kommen allerdings meine Silberschild-Legionäre wieder dazu. Die lasse ich jetzt hier schön drauf loskämpfen und die feindlichen Pikeniere ausschalten. Ja, die Kavallerie und die Infanterie wurde erfolgreich vernichtet. Mein einen Trupp führe ich jetzt um die Flanke herum, dass ich jetzt hier flankieren kann. Effektiv. Leider laufen jetzt meine Streitwagen jetzt hier amok. Das war ärgerlich, weil die Bogenschützen darauf geschossen haben und es effektiv also noch geschafft haben, die amok laufen zu lassen. War aber kein weiteres Problem, da ich jetzt hier die Schlacht locker gewonnen hätte. Auch so, Infanteriekampf war ich deutlich im Vorteil. Ich kam von hinten, von vorne und war immer noch stärker. Man sieht, die Schlacht hat sich jetzt für mich entschieden. War eine sehr schöne Schlacht mit Feuerfallen, wollte ich auch nochmal raufschießen, kam allerdings zu spät. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Hier sieht man ja Silucid Sith Lord. Deswegen habe ich aus Provokation einfach mal die Seleukiden genommen. Gut, gucken wir uns mal die Statistiken an. Meine Silberschild-Legionäre haben eigentlich gut Verluste zugefügt. Also bis zur Anzahl, die sie auch selber hatten, war nicht schlecht. Meine Kataphract haben mehr getötet, als sie selber besitzen. Genauso wie meine Streitwagen. Auch sehr effektiv meine Bogenschützen mit 22 Kills pro Einheit mehr als ausreichend. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen, denn ich verabschiede mich erst wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.